So, dann wollen wir mal weiter schauen. Oh, was ist denn hier? Ein blaues Feld. Ein Blaufeld. Und was bringt mir das jetzt an? Nichts. Also mein... Oh. Ich laufe unter dem Arsch einer Rieseninsekt. Bei einem Arsch eines Rieseninsektes. Karl, diese scheibenförmigen Bereiche auf dem Boden laden unsere TK-Kapazität zwar enorm auf, tun aber auch höllisch weh. Was ist mit Stase? Was soll damit sein? Glauben Sie, sie ist auch verbessert? Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Oh, probier's aus und geben Sie mir Bescheid. Ja. So, und jetzt? Feuer! Cool! Upgrade-Plantine habe ich aber. Zweimal nachladen, einmal Clip. Okay. Hätten wir das Thema auch geklärt. Schauen wir mal, was uns jetzt hier noch so erwartet. Ich höre irgendwas. Ach, da. Und Feuer! Na komm, ja, ihr Kleinen. Komm, ja, süßen. Süßen. Niedlich. Ach Gott, sind die Viecher riesig. Was? Alien? Was? Die Alien-Verbindung aktivieren. Schauen wir mal, was das ist. Da muss man die 2 drücken. Laut Serranos Notizen haben Aliens eine Verbindung genutzt, um die Maschine zuzugreifen und sie zu öffnen. Vielleicht kann diese Verbindung nutzen, um Maschine zu gelangen. Diese Verbindungen werden geöffnet, indem man die Reihe von monotologischen Reparatur. Logisch sollte richtige Konfigurierung und Aktivierung verbinden, was auch immer. Ja, gut. Drücke ich eigentlich jetzt immer auch da drauf. So, dann würde ich da nochmal diesen Motor anwerfen. Ja. Und gucken, ob wir einen neuen Anzug haben, den wir aktivieren. Und haben wir einen neuen Anzug? Anzug wechseln. Was ziehen wir denn mal für die Endreise an? Nö. Och. Nö. Nö. Zeugenanzug. Ja, den ziehen wir mal an. So als Zeuge. Hat man lange nicht mehr an. Hat man, glaube ich, am Anfang schon mal an. Ich weiß aber. Brutzel. Aber man soll ja auch mal zu seinen Unterwäsche wechseln. Also, das geht halt nur, wenn man auch den Anzug wechselt. Und, ja, sehe ich aus wie der Feind. Aber ich finde diesen Anzug aber auch einfach nur genial. Wir können mal gucken, was wir noch so haben. Ja. Nö, Goldie will ich auch nicht spielen. Nö. Oh, Scharfschützenanzug. Sieht natürlich auch geil aus. Das ist Mechanikeranzug. Eliteanzug. Obwohl, komm mit. Ach komm, jetzt ziehen wir den Scharfschützenanzug an. Ne, Mechaniker hatten wir schon mal. Den Scharfschützen. Ja. Mal gucken, wie der aussieht. Weil man muss ja mal ein bisschen Klamotten durchprobieren. Man kann ja nicht hier die ganze Zeit immer mit einem und denselben Outfit rumrennen. Wie sieht das aus? Vor allen Dingen, wenn wir. Und? Naja. Und? Ich lasse mal dann, wir wollen ja hier nicht den ganzen Tag nur Anzüge gucken. Gut, also wir rennen jetzt mit dem Scharfschützenanzug rum. Was haben wir denn hier? Einen Standard-Kompaktrahmen, dann mal hier hoch. Ach, dieses Licht. Menü. Sackgasse. Cool, das sieht aus, als würden die irgendwas festhalten. Ich weiß zwar nicht, was, aber... Ah, ja. Der hat es wahrscheinlich verrissen mit Festhalten. Der ist ein bisschen an Altersschwäche... Genau, zusammengeklappt. Oh Gott. Jetzt stellt euch mal vor, man müsste jetzt gegen diese Viecher hier antreten. Oh, eine Bank. Eine Bank. Bank ist gut. Denn sie ist so nah. Eingepackter Standardrahmen. Platine, noch eine Platine. Immer noch eine Platine, immer wieder eine Platine. Und 2 Suchrobots sind da. Und?
Oh ja, wir können Ressourcen kaufen. Oh, was hab ich denn alles einstecken hier? Aha, aha, noch mehr Platin. Juhu, wir können einkaufen gehen. Na, da gehen wir mal. Inhalte zum Herunterladen. Na, zum Glück, dass ich Internet habe. 60 Rationspunkte kaufen. Und was kriegen wir? Präzisionsspitze und Schienenbeschleuniger. Danke, den Rest brauche ich so oder so nicht. So. Gott, dann wollen wir mal. Ach nee, halt, ich wollte mal Inventar ein bisschen ausleeren, weil ich glaube, wir haben einen Haufen Gerümpelgebümpel da mit dabei. So, schauen wir mal. Nee, das war nicht das, was ich haben wollte. Hier. Munition, das können wir aufgeben, das brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, das lassen wir mal so. Das sieht gut aus. Gut, gut, gut sieht's aus. Gut, 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 gut. Na komm. Das quietscht und quietscht. Kommt irgendwas? Nö. Ey, der beobachtet mich. Ich sehe es eindeutig. Guckt euch das an, der beobachtet mich. Die Hund. Die Hünd. Der Hund beobachtet mich. Das geht ja gar nicht. Also. Ah. So, tja, der war zumindest nicht bei Weight Watchers. Der hat einen Dingbauch. Oh, das sieht auch wie... Okay, redet man nicht drüber, wie das aussieht. Ich wollte es gerade sagen, das sieht aus wie ein... Ja, ich sag mal, Viagra-Problem. Ja. Gut. Dann stellen wir uns jetzt mal hier drauf. Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Aha. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken das. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie öffnen und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Okay, das heißt... Achso, das war das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ach, das sind ja hier diese... Ah! Jetzt muss ich das also, die zwei Dinger nach außen wurschteln, okay. Wir wollten das gleich noch öffnen. Ah, ja. Dann denken wir mal dann ganz hoch. Dann müsstest du ja auch ganz hoch. Gut, und jetzt? Euch zwei in die Lüfte. Und? So. Na, so. Und dann das nochmal. Und was passiert jetzt? Nichts. Ach, da vorne. Da vorne hat sich was getan. Jetzt muss ich wohl... Ah ja. Oh. Was ist jetzt los hier? Alter, es kommen die ganzen Viecher wohl noch groß oder was? Gott, das ist keine Stadt. Carver, das alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Kodex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Aber wenn man sich das mal so anguckt, das sieht irgendwie nach... Oh Gott. Jetzt würde man beobachtet werden oder irgendwie. Oder jetzt werden die in der Maschine drinne eingeschlossen. Das sieht irgendwie... Als würden sie es schützen mit ihrem Körper. Ein bisschen, warte mal kurz, wie war das? Ja... Von, wie, Dings hier, Transformers, die komischen, hier, Roboter, die dieses, diesen Schlüssel im Teil 2, glaube ich, schützen, da so in der Art ist das ungefähr. So, das müssen wir wahrscheinlich, gibt's noch? Na, da kommt noch einer. Nein, 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 nein
Komm her, komm. Nein, 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 du. Boah, Mist. Na, Hinterrück. Wo ist die genau ohne Kopf? Also, was ist los ohne Kopf? Das ist ja mehr als abartig. Ohne Kopf. Ich mache ja einiges mit, aber ohne Kopf ist jetzt schon fies. So. Zumindest verlieren die auch einiges. So. Naja, fängt ja gleich mal wieder eine Bombe an. Was habe ich denn jetzt? So, und jetzt muss ich wohl hier durch. Naja gut, dann wollen wir mal. Und jetzt? Oha. Oh, oh. Oh. Jetzt? Superman! Juhu! Cool. Ach, ich kann auch fliegen. Coole Sache. Ja. Feuer! Ich hol dich ein, meine Rakete. Oh, du. Und bling, gelandet. Gut. Landen wir mal nochmal nach. Und sind jetzt in der Maschine. Da oben sind die Zeilen, die ich wahrscheinlich eingeben muss. Ja. Gut. Also, wenn ich es nicht mehr weiß. Das müsste das sein. Und die 3. So. So, wo ist es denn? Hier kann man wieder was ablegen. Da kriegen wir auch wieder was. Vor allen Dingen hier kann man auch was finden. Das ist ja geil. Also ich habe bis jetzt immer noch nicht herausgefunden, für was diese ganzen Artefakte da sein sollen, also diese Zeichen, die ich damals hier in diesem Artefaktenlager gefunden habe. Da ist irgendjemand. Hallo? Hallo? Wussten Sie, dass Singularitäten für Schockkontakte durch Déjà-vus da. Gleich mal auslöschen, die Kulten, ja? Lernen wir gleich mal ganz fix, ja. Na komm, ab. Ihr braucht gar nicht, komm, bleib weg, bleib du mir fern. Wenn ich nur noch was sehen würde. Da sind sie. Haut ab. Komm, lass dich in Ruhe. So. Na, ich sollte nicht. Ich habe das nicht ganz gedacht. Na komm her, komm zu Papa. Komm, du kriegst auch noch was. So. Gut, das waren jetzt also ein Upgrade-Platine. Zwei Nachladen, zweimal Schaden. Okay. Naja, gut, sagen wir, solange es nur so ist, geht's ja mal noch. Ah, da hinten ist was. So, jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Taschenlampe ist auch nicht mehr die beste hier hinten. Was haben wir hier? Das. Hey Carver, ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können was? Wir die setze Genes ein, um die... Perfekt, danke für den Tipp. Ja! Ah, scheiß Chinese! Der braucht Chinese! Komm, ich zerstückel dich auch so! Scheiß doch auf die Chinese! Komm her! Na, komm her, komm! Hier, guck mal, wer braucht denn hier noch Chinese? Na? Noch jemand? Ich hätte noch was im Angebot. Jungs.
Gut, stelle fest, nicht alle bedient. Ja. Man soll ja seine Kunden glücklich machen, wurde mir mal gesagt. So. Da oben ist wieder der Hälfte verwischt. Ah ja. Okay, das erste können wir lassen. Das zweite ist das... zweite ist das erste vor allen Dingen. Na ja, wunderbar, ist doch. Das passt doch perfekt. Meistens ja immer eins recht. Das ist ja schon mal eigentlich ein bisschen zwar sinnlos, aber egal. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Kapitel 18, töten oder getötet werden? Naja, ich hoffe mal, ich mache lieber mehr als das erste als das zweite. Alter Scheiße, das ist überall die Kunden. Was haben wir denn hier Feines? Säurebad und Elektroschockmodul. Okay. Elektroschockmodul. Ah ja. Ne, das war. Achso. Ach. Okay, dann laufen wir mal hier lang. Ja, okay. Ah, komm her. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's ein bisschen. Hm. Bin ich jetzt hier raus oder so? Nee. Komm.